Das mache ich, um meine tiefe Stimme zu aktivieren. Keine Ahnung, ob es funktioniert, aber ich mache es einfach. Ja, danke für dieses großartige Feedback auf das Video, was ich gestern hochgeladen habe auf YouTube. Das ist schön, weil auch bei mir sind da noch Unsicherheiten in gewisserlei Hinsicht, die werden durch sowas enorm gelöst. Je sensibler das Thema wird, umso mehr Mühe möchte ich mir einfach geben, da auch eine Verständlichkeit rüberzubringen für jeden Einzelnen, weil ich weiß, dass ich auch ein recht junges Publikum anspreche und deshalb auch versuche, einfach ja, meiner Zielgruppe gerecht zu sprechen, sodass aber trotzdem irgendwie auch für Menschen, die nicht der ganzen Jugendsprache bewandt sind, irgendwie verständlich bleibt. Brudi. Heute schwebt mir ein Thema im Kopf rum. Ich habe mich auch wieder ein bisschen mit Informationen gefüttert. Noch nicht so wirklich, was jetzt gerade beim Thema Corona abgeht, weil da habe ich jetzt aktuell eine Pause eingelegt. Das ist für mich nicht mehr so relevant, denn wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo für mich auch im Social-Media-Bereich, gerade auf Facebook, finde ich fürchterlich, diese ganzen individuellen Problemchen, die da jetzt dargelegt werden, wo jeder Einzelne nochmal einen obendrauf jetzt, oh, bei mir ist jetzt so schlimm, bei mir ist so schlimm und dann auch das Clubsterben wird schon prognostiziert und sowas. Wo sind die Eier eigentlich? Hä, wo ist der Gedanke nach, ey, egal, weil die sagen doch alle, ist der ja Tom, wir schaffen das oder was? Wie sollen wir das schaffen, wenn wir keine Eier haben? Wie soll das funktionieren, wenn jeder nur am Heulen ist? Wie, mal ganz ehrlich, wie, sorry, dass ich jetzt so. Will ich ja gar nicht, aber puh, wie soll das gehen? Das fängt doch alles hier im Kopf an. Bewusste Entscheidung, unbewusste Entscheidung. Das ist ein Thema, mit dem ich mich heute ein bisschen auseinandergesetzt habe. Eine bewusste Entscheidung ist für mich etwas, was viel mehr Energie ausstrahlt, was viel mehr Bedeutung hat als eine unbewusste Entscheidung. Vor allem, wenn die unbewusste Entscheidung von außen kommt. Und wenn ich mir überlege, dass die Menschen jetzt gerade nichts Besseres zu tun haben, als sich auf dieses große Thema draufzustürzen, es zu zerfleischen. Jeder will seine Intelligenz zeigen, jeder will seinen Neid, seinen Unmut und was weiß ich. Meine Fresse, ja, jetzt ist hier plötzlich einmal Panik und es wird auch direkt angenommen und blablabla. Nee. Das ist überhaupt nicht notwendig, wenn wir bewusste Entscheidungen treffen jetzt. Einfach mal ganz kurz von der materiellen Welt lösen. Da rausgucken, rausgehen, frische Luft schnappen, sich einen Moment der Ruhe gönnen und bewusst das jetzt wahrnehmen, was jetzt um einen herum ist. Und darin die Schönheit erkennen, die Freuden erkennen, die sich jedem Einzelnen bieten. Ich gehe jeden Tag raus mit Absicht und grinse Menschen an. Ich laufe an der Straße entlang und gucke in jedes einzelne Auto rein. Ziehe extra ein auffälliges Shirt an, damit ich die Möglichkeit habe, Blicke auf mich zu ziehen, damit ich Menschen anlächeln kann. Einfach nur, weil ich Bock drauf habe. Und weil ich schon so oft gesehen habe, dass es wirkt. Ob ich jetzt in der Stadt bin und mich ein kleines Kind angucke und ich dem ein Lächeln schenke und mich darüber freue, dass mich ein Kind angelächelt hat. Oder ob ich einen älteren Menschen sehe, der schon sehr gebrochen durch die Welt läuft und dem ein Lächeln schenkt und dann plötzlich sehe, dass der Mensch ein bisschen aufrechter geht. Das sind Kleinigkeiten, das sind Dinge, die einfach so zwischendrin passieren, da muss dir keiner zugucken, da muss dich keiner für loben. Da kannst du dich selbst für loben im besten Fall. Ja, und dann erkennst du auch, wie einfach es ist, das Leben anderer Menschen zu bereichern durch deine Offenheit. Wer mutig ist, wird selbstbewusst. Das ist ein Satz, den ich heute aufgeschnappt habe. Ich kann das Zitat jetzt nicht mehr direkt nachvollziehen, aber ich glaube, das ist okay. Ja, der Selbstbewusste braucht nicht mutig sein. Ja, so ging das weiter. Der Selbstbewusste braucht nicht mutig sein. Da ist echt was dran, weil wenn man es schon in sich trägt, wenn man viele Dinge gemacht hat und viele Erfahrungen gesammelt hat und hier und da mal mutig war und das eben auch für was Positives eingesetzt hat, dann wird man da drin einfach besser. Ja, ich erkenne es ja in mir selbst. Ich meine, jetzt habe ich momentan gar keinen Bock mehr auf Musik. Ich will einfach genau sowas machen. Ich will mit Menschen über sowas reden. Ja, will das abgeben, was ich für mich schon gelernt habe, was ich schon so lange auch für mich praktiziere, weil ich habe es nie jemandem groß unter die Nase gerieben, weil es für mich nicht nötig war. Und ich habe auch immer so schön gesagt, cool guys, don't look at explosions, ja. Wenn ich was Gutes getan habe, dann ist es für mich nicht die erste Aufgabe, das jemandem zu erzählen, weil ich brauche es für meinen Selbstwert gar nicht mehr.
Ich muss es niemandem erzählen, ich mache es einfach, ja. Klar, manchmal kommen so Sachen wie, ey, ich habe einem Obdachlosen 5 Euro gerade gegeben, weil ich kein Kleingeld hatte. Und dann kriege ich so einen kritischen Blick zugeworfen. Aber es ist mir dann in dem Moment auch egal. Ja, ich gucke den Menschen an, dann, wenn der Mensch mich anguckt und ich einfach da was sehe, dann ist es halt so, ja. Ich mache mir da gar keinen Kopf drum. Das ist für mich immer situationsbedingt. Und da, wo mich mein Weg hinführt, da habe ich ganz viele Optionen, was Gutes zu tun und die nutze ich einfach. Ja, ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen, aber jetzt habe ich einfach mal wieder drauf losgeplappert. Ja, Free Talk halt. Ja, das war's auch schon. Mehr habe ich gerade gar nicht zu sagen, hat sich gut angefühlt. Habe auch ein ganz warmes Gefühl jetzt in der Brust und gehe jetzt einfach wieder nach draußen, nehme den Hund mit, laufe eine Runde in den Wald und lächle ein paar Menschen an. Das geht ja zum Glück auch mit Abstand. Habt einen schönen Tag. Ups. Gemerkt, dass ich noch gar nicht auf Stopp gedrückt habe und ich schneide jetzt nicht nochmal. Also ja, hier nochmal eine Aufnahme von meiner Nose und meinem Mund. Heute gibt es meinen etwas trockenen, aber doch lieb gemeinten Kuss für alle.